Wir alle, und ich denke mal, das kann ich wirklich in diesem Fall behaupten, wünschen uns das Ende der Corona-Pandemie. Aber Welle folgt auf Welle. Immer mehr Menschen infizieren sich gerade mit der Virusvariante Omikron. Über die Auswirkungen einer Infektion wissen Forscherinnen und Forscher aber immer noch sehr wenig. Long-Covid-Patienten sind es eigentlich gewöhnt, die Macher zu sein. Die sind stark, die sind gewohnt zu gewinnen. Und jetzt können sie das nicht mehr. Ich war letztes Jahr eigentlich fast jeden Monat mindestens 4-5 Mal im Krankenhaus, entweder stationär oder ambulant. Und viele Ärzte haben das absolut nicht verstanden und haben gesagt, sowas gibt es nicht. Ich bin eine junge Frau, ich bilde mir das ein, das ist die Psyche, das ist der Lockdown. Wie gefährlich ist Corona wirklich für junge Menschen? Wie gut sind unsere Schnelltests? Und können wir den gemeldeten Zahlen eigentlich trauen? Wir haben uns die Fakten angeschaut und mit führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen. 5 kritische Fragen. Und 5 objektive Antworten. Die gibt's jetzt in einer neuen Folge Mr. Wissen to Go exklusiv. Das Coronavirus verursacht Chaos. Neue Varianten, andere Symptome, veränderte Ansteckungslevel. Dinge, die vor 2 Jahren galten, sind heute überholt. Ständig gibt es neue Regelungen, die man sich merken sollte. Ganz schön verwirrend. Gleichzeitig sind diese ganzen Kurswechsel aber auch sinnvoll. Expertinnen und Experten reagieren damit nur auf neue Fakten und Entwicklungen. Zum Beispiel bei der neuen Virusvariante Omikron. Sie gilt zwar als ansteckender, als Delta, wenn man so will, die Vorgängervariante. Eine Infektion soll aber seltener, tödlich und generell auch nicht so schwer verlaufen. Weil Omikron also anders ist als ihre Vorgängerinnen, mussten die Corona-Regelungen in Deutschland angepasst werden. Sehr deutlich wird das beim Stichwort Impfung. Als der erste Impfstoff in Deutschland zugelassen wurde, da hieß es, 1 bzw. 2 Impfungen für alle reichen, zack, fertig, Vollimmunisierung. Knapp ein Jahr später steht fest, wir brauchen einen Booster, eine Auffrischungsimpfung. Das heißt also mindestens eine 3. Impfung. Da die erste Frage, schützt denn eine Impfung überhaupt noch vor einer Corona-Infektion? Mindestens jeder 2. Europäer wird sich mit Omikron anstecken. Das sagt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, voraus. Andere Forscher gehen sogar noch weiter. Sie glauben, fast alle Menschen werden Omikron bekommen. Vielleicht sogar mehrmals. Aber wie kann das sein? Schützen die Impfstoffe nicht mehr zuverlässig? Warum gibt es überhaupt Impfdurchbrüche? Und wirkt die Auffrischung dann überhaupt? Oder kann man das mit der Impfung gleich sein lassen? Genau das will meine Kollegin Judith von Carsten Watzel wissen. Als Leiter des Forschungsbereichs Immunologie an der Uni Dortmund hält er die Impfung auch weiterhin für den besten Schutz gegen Corona. Wie zuverlässig funktioniert die Impfung denn jetzt gerade vor allem mit Omikron? Bei der Impfung muss man immer 2 Sachen unterscheiden. Das eine ist der Schutz vor der reinen Infektion und das andere ist der Schutz vor der schweren Erkrankung. Und bei Omikron ist es jetzt so, dass der Schutz der jetzigen Impfstoffe vor der reinen Infektion nicht mehr so gut ist, ehrlich gesagt eher lausig. Das heißt, vor der reinen Infektion ist man kaum noch geschützt. Vor der schweren Erkrankung ist man aber auch jetzt noch mit den jetzigen Impfstoffen vor Omikron immer noch sehr gut geschützt. Wie viel Schutz hat man da in Prozenten und ohne? Wenn man 2-mal geimpft ist, dann und die zweite Impfung schon mehr als 6 Monate her, dann ist der Schutz vor der schweren Erkrankung gerade mal so knapp 60% oder leicht darunter sogar. Das heißt, auch da sieht man, dass der Impfschutz gegenüber Omikron jetzt etwas nachgelassen hat über die Zeit. Wenn ich dann den Booster bekommen habe, dann bin ich zu weit über 90% wieder geschützt. Das lässt natürlich auch nach, aber auch da gibt es schon Daten, dass ich selbst mehr als 10 Wochen nach dem Booster immer noch zu über 80% geschützt bin. Aber bei Omikron sind die Verläufe ja milder. Ist dann überhaupt dann die Impfung noch nötig? Für den Ungeimpften ist Omikron gar nicht so ungefährlich. Es ist sogar gefährlich, genauso gefährlich wie damals die Alpha-Variante. Und von daher ist das jetzt noch kein Schnupfenvirus für einen Ungeimpften, sondern immer noch eine ernstzunehmende Infektion, vor der man sich mit der Impfung am besten schützen sollte. Ja, und damit sind wir auch schon bei der zweiten Frage. Wie viele Impfungen brauchen wir noch? Im Dezember hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt, dass eine 2. Auffrischungsimpfung nötig sein könnte. Das wäre dann insgesamt die 4. Impfung. Auch andere Experten halten das für möglich. Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech entwickelt schon einen Impfstoff speziell für die Omikron-Variante. Nach Aussagen des Unternehmens könnte der im März ausgeliefert werden, also sehr bald. Aber brauchen wir für Omikron überhaupt einen speziellen Impfstoff? Das hat meine Kollegin Franzi aus dem Mr. Wissen to Go Exklusivteam den Epidemiologen Timo Ulrichs gefragt. Er sagt aus Erfahrung mit anderen Viren, ewig kann die Immunisierung der Bevölkerung durch Impfungen nicht weitergehen. Wir haben ja jetzt schon die 3. Impfung bekommen. Was ist denn Ihre Prognose? Wie viele Impfdosen bekommen wir in Zukunft noch? Na, es kann noch notwendig werden, dass wir diesen angepassten Omikron-spezifischen Impfstoff nochmal verimpfen, also einen 4. Dann ist aber auch wirklich Schluss. Das heißt, dann sollte mit dieser 4. Impfung eigentlich auch schon nach der 3. Der Immunschutz so gut aufgebaut sein, dass dann
weitere Infektionen, wie zum Beispiel mit der Omikron-Variante, völlig ausreichen, das Ganze aktuell zu halten und eben dieses Individuum davor zu bewahren, dass es nochmal überhaupt schwer erkrankt. Das Virus weitergeben, das ist nicht ganz ausgeschlossen, aber das ist ja dann nicht mehr so schlimm, wenn alle Menschen eben diesen Immunschutz haben. Das heißt aber auch dann, dass wir eben alle impfen müssen und dann zusätzlich mit der Omikron-Durchseuchung diesen Impfschutz dann vollständig haben. Was schätzen Sie denn, wie wird es denn in den nächsten Monaten weitergehen? Hört Corona irgendwann mal auf? Wir müssen uns gut aufstellen für Herbst und Winter. Aber wenn wir damit einmal durch sind, dann kann man eben dem Virus auch gestatten, sich da frei auszubreiten, wenn tatsächlich dieser Immunschutz vorhanden ist, weil dann nicht mehr die Gefahr besteht, dass da viele Menschen ins Krankenhaus müssen für eine Behandlung. Und dann haben wir diese endemische Situation. Das Virus ist zwar noch da, es kann auch ein bisschen zirkulieren, aber es macht nicht mehr viele Menschen auf einmal krank, wie wir es jetzt ja immer noch befürchten müssen in der Omikron-Variante. Und dann muss man auch nicht nochmal nachimpfen, sondern dann sorgt dieses Infizieren dafür, dass jedes Immunsystem nochmal immer wieder aufgefrischt wird in der Immunantwort und dann das Virus eigentlich keine Chance mehr hat, noch eine große Welle auszulösen. Experten rechnen also damit, dass sich das Virus weiter verändern wird. Aber das soll mit der Zeit immer weniger werden. Neue Impfungen werden wir aller Voraussicht nach also nicht alle paar Monate wieder brauchen. Das sind schon mal gute Nachrichten, wenn es denn tatsächlich so kommt. Aber was ist, wenn wir uns mit oder ohne Impfung trotzdem mit Corona infizieren? Wie wirkt sich die Infektion auf unseren Körper aus? Mit welchen Folgen müssen wir rechnen? Auch langfristig. Dritte Frage: Wie gefährlich ist Corona für junge Menschen? Wer als junger, gesunder Mensch an Corona erkrankt, den erwartet wahrscheinlich ein eher milderer Verlauf, zumindest statistisch gesehen. Aber wenn von mild die Rede ist, dann übersehen manche eine Sache: Long-Covid, also die Langzeitfolgen der Infektion. Long-Covid, das heißt, ein Corona-Erkrankter hat nach seiner Infektion noch länger als 4 Wochen Symptome. Ende offen. Das Gefährliche daran ist, diese Spätfolgen können jeden treffen, unabhängig von Alter, Impfstatus oder Schwere der Infektion. Betroffene leiden unter anderem an Müdigkeit, an Kopfschmerzen, an Muskelschwäche oder Gedächtnisproblemen. Aber auch depressive Verstimmungen, Schlaf- und Angststörungen, Herzstolpern oder Diabetes können bei Long-Covid auftreten. Auch Vivian kämpft mit Long-Covid. Sie leidet an der chronischen Darmerkrankung Morbus Crohn. 2021 infizierte sie sich mit Corona. Damals war sie noch nicht geimpft. Wie die Krankheit bei ihr verlief und mit welchen Folgen sie auch heute noch zu kämpfen hat, das hat sie meiner Kollegin Franzi erzählt. Ich bekam 2020 Covid im Dezember. Ich habe mich als Praktikantin angesteckt und dann dachte ich, mir ging es wieder gut, ist alles super. Und dann 3-4 Wochen nach meiner Infektion begannen eben diese unendlichen Kopfschmerzen. Ich konnte auch nicht mehr irgendwie gerade laufen oder ich habe Dinge gehört, die nicht da waren, gesehen. Und dann bin ich halt ins Krankenhaus und dann hat man nach der Ursache gesucht. Ich war letztes Jahr eigentlich fast jeden Monat mindestens 4-5 Mal im Krankenhaus, entweder stationär oder ambulant. Und viele Ärzte haben das absolut nicht verstanden und haben gesagt, sowas gibt es nicht. Ich bin eine junge Frau, ich bilde mir das ein, das ist die Psyche, das ist der Lockdown. All die fantastischen Sachen wurden gesagt und nur wenige Ärzte haben mich ernst genommen. Und auch erst, als es diese Long-Covid-Ambulanzen dann gab, hatte ich dann auch endlich einen Termin im August letzten Jahres. Und da konnte man dann auch im Blut sehen, dass man quasi Long-Covid feststellen konnte. Und konnte dir irgendwas weiterhelfen? Das Schlimme ist, dass Schmerzmittel auch nicht helfen. Also ich kann nicht einfach eine Tablette einwerfen und dann ist gut. Also es gibt wirklich nichts, was diese Schmerzen lindern kann. Wo merkst du es denn jetzt am meisten, dass du eingeschränkt bist? Meine Konzentration, also das... Ich merke es, wenn ich was lese, weil halt die Augen und der Kopf da ein Problem sind. Ich sehe halt nach 2 Zeilen alles verschwommen und dann diese Kopfschmerzen dominieren so stark, dass ich den Inhalt nicht verstehe, den ich lese. Und das ist gar nicht nur auf die Uni bezogen, sondern auch, ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt bin und lesen wollte, was hinten drauf steht, habe ich es in einer Sekunde vergessen. Also so, mein Gedächtnis macht halt nicht mehr mit. Oder auch beim Treppensteigen, ich merke, dass meine Ausdauer nicht mehr da ist. Ich war sehr sportlich vorher. Und das ist alles nicht mehr so wie früher. Wie viele Menschen in Deutschland genau an der Krankheit leiden, das ist laut Bundesgesundheitsministerium aber noch unklar. Eine der ersten, die auf die Spätfolgen von Corona hingewiesen hat, ist Jürdis Frommholt. Die Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen und Allergien an der Median-Reha-Klinik Heiligendamm sagt, Long-Covid bekommt noch immer zu wenig Aufmerksamkeit. Frau Frommholt, wie geht's denn Ihren Long-Covid-Patienten gerade? Long-Covid-Patienten sind es eigentlich gewöhnt, die Macher zu sein. Die sind stark, die sind gewohnt zu gewinnen.
Und jetzt können sie das nicht mehr. Und diese Patienten sind völlig hilflos, sie sind verzweifelt und wünschen sich nichts anderes zurück, als wieder ihr Leben so zu führen, wie sie es vorher konnten. Und diesen Patienten zu erklären, dass das Leben, wie es vorher war, nicht mehr so sein wird oder auf absehbare Zeit nicht mehr so sein wird und dass sie sich mit einem neuen Leben mit Long-Covid anfreunden müssen, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Wir haben auch mit einer Long-Covid-Patientin gesprochen und die sagte uns, dass sie zu relativ vielen Ärzten gegangen ist und dort auch gar nicht ernst genommen wurde mit ihren Symptomen. Wie verbreitet ist es denn unter den Ärzten und wie hoch ist da die Akzeptanz für Long-Covid? Problem ist, dass wir noch nicht hundertprozentig die Strukturen für die Versorgung für diese Patienten etabliert haben. Natürlich ist es dann auch schwierig für die ärztlichen Kollegen, so ein neues Krankheitsbild, wo man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit hat, das wirklich richtig einzuordnen. Und deswegen denke ich, ist es absolut entscheidend, dass wir hier weiter Aufklärungsarbeit betreiben. Wir haben im Dezember den Ärzte- und Ärztinnenverband Long-Covid gegründet. Das richtet sich ausdrücklich und explizit an alle ärztlichen Kollegen und auch an alle Kollegen aus den Heil- und Hilfsberufen, die mit der Behandlung, Erforschung und Versorgung von Long-Covid-Patienten zu tun haben. Also gerade dieses interdisziplinäre Arbeiten, ich denke, da kann die Pandemie, da kann Long-Covid auch eine Chance sein für unser Gesundheitssystem. Die neue Virusvariante sorgt aber nicht nur bei den Spätfolgen für Verunsicherung. Auf Twitter berichten einige User, dass ihre Schnelltests falsch waren. Sie wurden also zum Beispiel erst einmal negativ getestet, bekamen später aber Corona-Symptome und auch der PCR-Test war dann positiv. Das kann ganz schön gefährlich enden. Nämlich dann, wenn man beispielsweise jemanden aus der Risikogruppe unbewusst ansteckt. Man denkt, der Schnelltest war negativ, alles gut, ich kann mich mit dieser Person treffen. Deshalb Frage 4. Wie zuverlässig sind die Tests eigentlich, vor allem bei Omikron? Wer sicher gehen will, keinen Erreger in sich zu tragen, lässt sich testen. Entweder mit einem PCR-Test, wobei das ja erschwert wurde jetzt, oder einem Antigen-Schnelltest. Aber können die Tests Omikron überhaupt zuverlässig erkennen? Bei den PCR-Tests ist die Sache ganz einfach. Ja, sie schlagen auch bei Omikron gut an. Aber wie sieht es bei den Antigen-Schnelltests aus, die man zum Beispiel in der Drogerie oder im Supermarkt bekommt? Da ist es etwas komplizierter. Warum? Das hat uns Bodo Plachter erklärt. Der Virologe warnt davor, sich durch einen negativen Schnelltest in falscher Sicherheit zu wähnen. Wie zuverlässig sind denn die Tests, gerade in Bezug auf Omikron? Die Tests sind eigentlich dann sehr zuverlässig, wenn Menschen eine hohe Viruslast tragen, das heißt viel Virus in der Nase und im Nasenrachenraum tragen und dann entsprechend auch andere infizieren können. Welche Aussagekraft hat denn dann zum Beispiel ein negativer Schnelltest? Ja, der negative Schnelltest ist immer so ein Problem natürlich. Man wird sich darauf verlassen natürlich zunächst mal im Augenblick, aber man muss immer im Hinterkopf behalten, dass natürlich trotzdem während der frühen Phase der Infektion diese Teste noch negativ sein können und dann einen Tag später möglicherweise ich dann doch infektiös bin. Das heißt also, man muss schon auch irgendwo immer die Wertigkeit im Auge behalten und dann, wenn eine Exposition zum Beispiel war, dann halt tatsächlich häufiger testen, um dann wirklich sicher zu gehen, dass ich nicht infiziert bin. Das Paul-Ehrlich-Institut geht davon aus, dass die allermeisten Tests in Deutschland Omikron nachweisen können. Das ist aber auch vom Anbieter abhängig. Wenn ihr wissen wollt, welche Tests besonders gut abschneiden und welche ihr besser meiden solltet, dann schaut mal in der Infobox vorbei. Dort haben wir euch eine Übersicht über bereits getestet Antigen-Schnelltests verlinkt. Solche Meldungen gab es in den vergangenen Wochen häufiger. Immer wieder beklagen Gesundheitsämter Übertragungsfehler. Vor allem in Berlin gibt es immer wieder Probleme und Zahlen werden mitunter tagelang nicht gemeldet. Was läuft da schief? Können wir den Zahlen, die da gemeldet werden, überhaupt noch trauen? Frage 5. Wie zuverlässig sind die staatlich gemeldeten Corona-Zahlen? Um das zu klären, müssen wir uns erst einmal anschauen, wie die Zahlen überhaupt erfasst werden. Fällt in einem Testlabor ein Test positiv aus, dann meldet das Labor das an die zuständige Gesundheitsbehörde. Die wiederum übermittelt die Zahlen weiter an die Landesbehörde. Und die gibt die Daten schließlich an das Robert-Koch-Institut weiter. Also Daten mal schnell von A nach B zu schicken, das klappt noch nicht in Deutschland. Von einer Digitalisierung des Gesundheitswesens sind wir weit entfernt. Oder mit den Worten von Christian Kadagianidis, dem Leiter des DB-Intensivregisters. 20 Jahre Blockade und Partikularinteressen haben das Gesundheitswesen digital auf gehobenem Brieftaubenniveau verharren lassen. Aber welche Tücken können solche Statistiken haben? Das weiß André Scherak vom Institut für Medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaft an der Universität Jena. Es ist ja jetzt öfter so, dass Personen gar keine Symptome haben und deswegen auch vielleicht gar nicht merken, dass sie Corona haben. Wie können die Wissenschaftler denn garantieren, dass so viele Zahlen wie möglich erfasst werden? Naja, das kann man eigentlich nur dadurch machen, dass man zu diesen offiziell erhobenen Statistiken
wie gesagt, da ist Verbesserungsbedarf, sind wir uns, glaube ich, alle einig, quasi dazu parallel sauber durchgeführte Studien passieren, wo man versucht, bevölkerungsrepräsentativ eine Gruppe zu testen, bestmöglich zu testen, um quasi auch diese Dunkelziffer zu errechnen. Was würden Sie denn sagen, wie zuverlässig sind denn die staatlich gemeldeten Corona-Zahlen? Kann man denen vertrauen? Ja, ich glaube, Sie müssen die Zahlen nicht so sehr als harte Ziffern per se betrachten, sondern mehr als Indikator dafür, in welche Richtung vielleicht Effekte sich entwickeln von bestimmten Maßnahmen. Es ist ja immer ein Bündel an Effekten, die eintreten. Menschen reagieren natürlich auch auf Zahlen, verhalten sich vielleicht vorsichtiger. Von daher ist das, was wir da sehen, ist ein Indikator, aber es ist mit Sicherheit kein präzises Instrument. Muss man da auch irgendwas im Hinterkopf behalten? Also sie sind erstmal das, was man bestmöglich bisher hinbekommen hat. Und ich glaube, die Zuverlässigkeit hängt davon ab, welches Ziel man damit erreichen will. Wenn man beobachten oder monitorieren will, wie längerfristige Trends sich entwickeln, sind sie sicherlich gut geeignet. Der Vorteil der Inzidenzen ist halt, dass wir damit noch einen gewissen Vorlauf haben, bevor das Ganze im Krankenhaus landet, weil wir ja schon wissen, das gilt übrigens auch für Omikron, dass sich daraus ableiten lässt, wie die Belastung im Gesundheitssystem sein wird, entweder auf Normalstation oder Intensivstation. Also wenn die Leute immer sagen, Inzidenzen sind kein gutes Maß, dann muss man dem ein Stück weit widersprechen, weil es einfach den Vorteil hat, dass man vielleicht noch 14 Tage Zeit hat, darauf zu reagieren. Je mehr Menschen sich infizieren, desto eher droht, dass Gesundheitsämter bei der Erfassung nicht mehr hinterherkommen. Schon jetzt gibt es in einigen Regionen Deutschlands immer wieder Engpässe, wurde ja auch in den vergangenen Tagen viel darüber berichtet. Auf die hohen Inzidenzen, die Omikron in den kommenden Wochen noch auslösen könnte, ist Deutschland schlicht und einfach nicht eingestellt. Es droht also eine gewaltige Untererfassung. Tja, es bleibt also spannend, wie es mit dem Corona-Krimi weitergeht. Zum Schluss jetzt aber noch die alles entscheidende Frage, wann ist die Pandemie eigentlich wirklich vorbei? Das kann natürlich niemand vorhersagen. Einige Forscher sind aber verhalten optimistisch, dass sich die Lage bald bessern könnte. Christian Drosten zum Beispiel vermutet, dass wir mit Omikron das Ende der Pandemie einleiten könnten. Aber eben nur könnten. Andere Forscher sagen aber, die Pandemie könnte uns noch bis 2024 beschäftigen, also noch zwei weitere Jahre. Da würde mich mal eure Meinung, eure Ansicht interessieren. Glaubt ihr an ein schnelles Ende der Pandemie? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Corona und die Folgen erfahren wollt, dann schaut euch mal dieses Video hier vom Kanal Leroy Will's Wissen an. Leroy hat mit einem jungen Mann gesprochen, der wegen Corona 6 Wochen im künstlichen Koma lag. Und direkt darunter was ganz anderes. Ein Video aus der Reihe Mr. Wissen Go exklusiv zum Thema, wie Influencer ihre Kinder bloßstellen. Auch da gerne mal reinschauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.